Kurz vor dem Jahreswechsel stand es an, das 32. Südhöhenturnier um den Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal. Vom 28. bis zum 29. Dezember 2022 richtete der SSV Suttberg dieses Turnier nach 3 Jahren Corona-Abstinenz aus. Und ja, es ging darum, wer wird der Nachfolger des SC Sonnborn und holt sich den Pokal. Und dieses Mal mit dabei der Wuppertaler SV mit seiner Futsalabteilung. Und da wusste noch keiner so wirklich genau, wie er das Ganze einzuschätzen hat. Welche Qualität bringen die Jungs auf den Rasen bzw. auf die Platte? Und wie weit schaffen es die rot-blauen Mann rund um Mannschaftskapitän Alen Erkocevic? Und der WSV, der legte gut los. Mit dem 1:0 im ersten Spiel nach 3 Minuten gegen die Sportfreunde Dönberg. Roberto Pomillo bringt den WSV in Führung und der WSV macht weiter. Das 2:0 nach 8 Minuten durch Alen Erkocevic. Dönberg, ja, der erste Gegner für den WSV, zeigte oder bekam direkt mal zu spüren, was die Jungs in Rot und Blau auf der Platte so drauf haben. Und der WSV machte das Ganze weiter. Gab weiter Gas und kam zu weiteren guten Torchancen und sollte sich am Ende im ersten Gruppenspiel den ersten Sieg holen. Die Gruppen hier aufgeteilt, 2 Gruppen, A6 Teams. Die ersten 4 kommen weiter, das Spiel 15 Minuten von der Spieldauer, 2 Halbzeiten, A7 Minuten 30 und wie wir sehen, der WSV über die vollen 15 Minuten dominant in der Partie. Und sollte das Ding am Ende des Tages auch nach Hause bringen. Dönberg, ja, wie gesagt, der erste Gegner des WSV, wusste noch nicht so ganz, wie er die Rot-Blauen einzuschätzen hat, sollte aber dann kurz vor Ende der Begegnung noch zum Ehrentreffer kommen. Niklas Hartwig sollte dann hinterher noch das 2:1 für die Dönberger markieren. Wir sehen hier nochmal eine Abschlusschance über das Tor der Wuppertaler, der WSVer. Und dann ist es am Ende Niklas Hartwig, der das 1:2 noch für die Sportfreunde macht. Den Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Aber das sollte am Ende auch nichts mehr am verdienten Sieg der Rot-Blauen im ersten Gruppenspiel ändern. Die Gruppe des WSV bestehend unter anderem aus den Sportfreunden Dönberg, dem SSV Suttberg, Fortuna Wuppertal, dem SSV Germania und eben der zweiten Mannschaft des SSV Suttberg. Und auf die traf der Wuppertaler SV in der zweiten Partie. Und die ging los wie die Feuerwehr. Der WSV direkt weiter mit Druck nach vorne. Nach einem Fehlpass des Suttberger Keepers ist es am Ende dann Alen Erkocevic, der für die Führung des Wuppertaler SV sorgen wird. Roberto Pomillo macht den Ball da noch gut fest. Erkocevic schließt ab, das 1:0 für den WSV kurz nach Beginn der Partie. Und der WSV machte weiter wie die Feuerwehr. Weiter im Ballbesitz, guter Ball nach vorne. Und am Ende der Kette ist es Johannes Ziegler mit dem 2:0 für den Wuppertaler SV. Die zweite Mannschaft des SSV Suttberg, ja, die wusste nicht so ganz, wo oben und unten ist. Kam aber kurz darauf durch Leo Caruso zum 1:2 Anschlusstreffer. Vielleicht ein wenig Hoffnung für die Jungs aus Suttberg, aber die machte der WSV durch Roberto Pomillo relativ zügig wieder zunichte. Das 3:1 durch den Torjäger des WSV. Zweites Turniertor für ihn. Suttberg gab sich nicht auf. Machte weiter, spielte weiter gut mit. Der WSV natürlich mit deutlich mehr Ballbesitz in dieser Partie. Aber nach dem Abspielfehler Tim Schlepper am Ende mit dem 3:2 Anschlusstreffer für die zweite Mannschaft des SSV Suttberg. Sollte es hier nochmal spannend werden? Nein, am Ende ist es wieder der Mannschaftskapitän Alen Erkocevic, der hier letztlich den Deckel draufsetzt, auch wenn die Suttberger nochmal eine gute Chance bekommen in dieser Situation nach dem Foulspiel in der Hälfte des WSV. Eine gute Freistoßposition und die 2-Minuten-Strafe.
aber am Ende sollte daraus nichts resultieren. Und der WSV macht dann hinterher den Deckel drauf. Sehen wir hier nochmal guter Ballgewinn jetzt im ersten Moment. Und schon geht es wieder in die Gegenrichtung. Und dann ist es, wie gesagt, Alen Erkocevic, der das 4:2 markiert, den Endstand für die rot-blauen Mannen. Auch hier weiter der WSV die restliche Partie natürlich noch im Vorwärtsgang. Erarbeitet sich noch die ein oder andere Abschlusschance im zweiten Gruppenspiel. Aber der Endstand bleibt bei 4:2. Der WSV damit mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Schon mal mit so einem kleinen Vorgeschmack darauf, was im Laufe des Turniers noch folgen kann. Zwei weitere Partien, die ja dann am ersten Spieltag noch anstehen. Der zweite Spieltag dann mit dem letzten Gruppenspiel und der Hauptrunde vom Viertelfinale bis zum Finale. Endstand also in der zweiten Partie 4:2 für den WSV und es geht weiter mit dem dritten Spiel gegen den dritten Gegner. Fortuna Wuppertal, der Gegner für die Rot-Blauen rund um Mannschaftskapitän Alen Erkocevic. Und das sollte eine sehr, sehr eindeutige Angelegenheit werden. Der WSV zeigt einmal mehr, welche Qualität in seiner Futsalabteilung steckt und geht direkt kurz nach Anpfiff durch Roberto Pumillo mit 1:0 in Führung. Und der WSV macht direkt weiter. Abschlusschance, Aluminiumtreffer einmal. Und kurz darauf im Konter direkt das 2:0 für den WSV. Wieder ist es Alen Erkocevic, der sein viertes Tor markiert. Und der WSV legt nach. 6. Minute. 3:0 Roberto Pumillo, da war die Messe schon gelesen. Der WSV eindeutig überlegen in dieser Partie gegen Fortuna Wuppertal, die bis dahin noch nicht so wirklich in die Richtung des Tores der Rot-Blauen gekommen sind. Und auch hier wieder die nächste Konterchance für den WSV, Abschlussmöglichkeit. Und am Ende das 4:0 durch Mansouri nach 10 Minuten. Und am Ende gewinnt der WSV mit 6:1 nach einem Anschlusstreffer durch Marcel Wülfrath und den Schlusspunkt durch Marin Uzelak. Gruppenspiel 4, das letzte für den ersten Tag gegen die erste Mannschaft des SSV Subberg. Und das sollte ja das erste Mal sein, dass der WSV in Rückstand gerät. Jakob Mehrhoff direkt nach Spielbeginn mit dem 1:0 für die Subberger. Sollte der WSV also im vierten Gruppenspiel das erste Mal stolpern? Nein. Der WSV lässt sich nicht beirren, marschiert weiter nach vorne und kommt dann immer wieder zu guten Abschlusssituationen. Subberg tut sich auch weiterhin schwer. Die Expertise der Heimkicker des WSV ist einfach da. Sie wissen das Spielfeld gut zu nutzen, gut auszuspielen. Und da kommt die Erfahrung am Ende dann doch zum Tragen. Und so schafft es der WSV hinterher auch diesen Rückstand nach einer Vielzahl von Torchancen doch noch zu drehen. Wir sehen es hier. Torchance über Torchance für den WSV. Und dann ist es nach 12 Minuten Fawzi Mansouri, der den Ausgleich für den WSV markiert. Das 1:1 und mit der Schlusssirene Roberto Pumillo mit der großen Chance zum Siegtreffer. Das noch eine Aktion vorher. Quasi mit dem letzten Ball gleich. Könnt ihr schon mal drauf achten. Der WSV noch einmal in die Bredouille gebracht. Kommt noch mal nach vorne und Roberto Pumillo mit der letzten Aktion des Spiels mit dem 2:1 Endstand für den Wuppertaler SV. 4 Spiele, 4 Siege am ersten Spieltag in der Gruppenphase. Das lässt sich richtig, richtig gut an und sorgt dafür vor dem letzten Spiel, das letzte Spiel der Gruppe, das der WSV bestreitet, dass man als Gruppensieger bereits feststeht. Ja, und da lässt sich so ein Spiel natürlich deutlich lockerer angehen. Der WSV diesmal in den weißen Trikots,
gegen Germania Wuppertal, das ebenfalls sehr, sehr stark unterwegs gewesen ist, am Ende der Gruppenphase mit 10 Punkten auf Rang 2 in der Gruppe abschließen wird und den WSV hier am zweiten Spieltag deutlich in die Bredouille bringt und am Ende mit 1:0 siegen wird. Das erste Team ist, was den Wuppertaler SV in der Halle im Südhohen-Turnier schlagen kann. Der WSV beendet damit dann also die Gruppenphase auf Rang 1 in der Tabelle. 5 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden, 14:6 Tore und 12 Punkte sind ein ordentliches Statement in diesem Südhohen-Turnier. Und da sehen wir das 1:0 durch Iheb Kaleb für Germania, das goldene Tor in dieser Partie. Ein gutes Statement vom WSV, der damit gezeigt hat, dass er mit seinen Futsalern mehr als nur mithalten kann hier in der Halle beim Südhöhen-Turnier des SSV Suttberg in der Alfred-Henkels-Halle. Auch hier in der Partie immer wieder sehr, sehr gute Torchancen für den WSV. Clever ausgespielt, die Freistöße unter anderem eben auch über die Bande gespielt. Da sieht man, die Jungs wissen, was sie tun und bringen die Performance immer wieder sehr gut auf die Platte. Am Ende reicht es in dieser Partie nicht. Aber das auch nicht ausschlaggebend, denn wie gesagt, der WSV als Gruppensieger weiter trifft damit auf den Viertplatzierten der Gruppe 2. Ich habe es eben gesagt, 6 Teams in einer Gruppe, die besten 4 kommen weiter. Der erste spielt gegen den vierten und der zweite spielt gegen den dritten der jeweiligen Gruppe. Und so stellt sich das Ganze dann dar. Und im Viertelfinale wartet dann gleich der CSC, der Kronberger SC, der zweithöchste Verein in Wuppertal auf den WSV. Der es hier, wie gesagt, in dieser Partie nicht schafft, das Spiel noch zu drehen. Eine Niederlage steht also in der Gruppenphase zu Buche. Das macht aber nichts. Und wie gesagt, so geht es als Spitzenreiter und Gruppensieger ins Viertelfinale gegen den Kronenberger SC. Der WSV erneut in Weiß, Kronberg in Grün und Weiß. Und auch hier eine harte Nuss, die der WSV zu knacken hat. Auch wenn die Kronberger nur auf Rang 4 in ihrer Gruppe gelandet sind, immer ein unangenehmer Gegner in der Halle für den WSV gewesen. Das können einige bestätigen, die sich diese Partien schon häufig genug in der Unihalle angeguckt haben. Kronberg immer ein Gegner, der es den WSV sehr, sehr schwer gemacht hat. Aber die Jungs mit der Futsal-Expertise auch hier mit einer Riesenchance bereits zur Führung. Ungenutzt. So bleibt es erstmal wieder beim 0:0 und aufgrund dieser Wechselpanne dann die nächste Großchance für den WSV und nicht das 1:0. Der WSV macht weiter Druck. Auch hier zwingt die Kronberger zu Fehlern mit der nächsten Chance. Noch können die Mann rund um Alena Kocevic das Ganze nicht zur Führung nutzen. Und auch Kronberg versucht sich weiter im Vorwärtsgang, kommt aber nicht dazu. Und dann solcher tollen Aktionen noch. Den Mut zusammengenommen, nicht lang gefackelt und dann knapp aus fast der eigenen Hälfte übers Tor gezogen. Pech hier für den WSV. Aber auch da gilt, weiter Druck gemacht. Und die Kronenberger müssen mächtig aufpassen, dass sie sich hier nicht das 1:0 fangen. Kommen selber kaum gut vor das Tor des WSV. Auch wenn sie immer wieder versuchen, und immer wieder versuchen, das Ganze auszuspielen. Auch hier wieder ohne großes Foulspiel gut den Ball erkämpft. Bis sich die Jungs in Weiß. Und dann ist es wieder der Mannschaftskapitän Alen Erkocevic mit dem 1:0 für den WSV nach 8 gespielten Minuten. Erkocevic wieder mal der Goalgetter mit seinem 5. Turniertor und was ein wichtiges, die Führung gegen die Kronenberger, gegen den Oberligisten. Und dabei sollte es dann auch nicht bleiben. Der WSV weiter im Vorwärtsgang. Dennis Arndt mit dem vorentscheidenden 2:0 nach 11 Minuten für den WSV. Und damit war die Messe gelesen. Der WSV gewinnt auch dieses Spiel am Ende mit 2:0. Hat danach noch die ein oder andere Chance, das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben. Aber auch hier wieder ein verdienter Sieg der Futsaler des WSV, die einfach ihre Erfahrungen wieder auf die Platte bringen und zeigen, dass sie in der Halle einfach sehr, sehr schwer zu stoppen sind. Und gewinnen dieses Spiel hier nochmal kurz vor Schluss ein Foulspiel mit
Anschließend im Freistoß für den WSV. Ausgespielt, wieder eine gute Chance mit 2:0. Und treffen damit im Halbfinale dann auf Germania Wuppertal. Es wird also wieder ein Gruppenduell geben quasi. Germania, die man in der Gruppenphase an diesem Spieltag auch schon gespielt hat, gegen die man verloren hat, da sind der WSV auf Revanche. Und hier gibt es noch eine kurze Verletzungsunterbrechung. Am Ende geht es aber weiter bei diesem Spiel. Behandlungspause. Und der WSV dann im Halbfinale gegen Germania Wuppertal, die vorher 5:1 dann gegen den TSV Ronsdorf gewonnen haben, also auch ein Statement-Sieg gesetzt haben in dieser Partie. Sollte wieder eine knappe Partie werden zwischen beiden Teams. So viel ist gesagt. Und währenddessen neigt sich die Partie nach der Verletzungsunterbrechung gegen den CSC dem Ende entgegen. Der WSV also angeführt von Mannschaftskapitän Alen Erkocevic beim Südhöhn-Turnier in der Alfred-Henkels-Halle im Halbfinale gegen Germania Wuppertal mit 5 Siegen aus 6 Partien. Eine sehr, sehr eindrucksvolle Bilanz der WSV-Futsaler, die eine tolle Leistung hier bereits auch am zweiten Turniertag gezeigt haben. Immer wieder sich die Torchancen rausspielen. Ein wenig mehr Konsequenz wäre gut gewesen, um frühzeitig Ruhe in die Spiele zu bekommen. Aber unterm Strich eine fantastische Leistung der Futsalabteilung, die damit zu Recht im Halbfinale steht und, wie gesagt, auf den ehemaligen Gruppengegner Germania Wuppertal trifft. Das Gruppenspiel gewann die Germania mit 1:0. Iheb Kaleb war der Torschütze. Und das wollte der WSV nicht auf sich sitzen lassen. Wenn man im Halbfinale ist, will man natürlich ins Finale und will dieses Turnier auch gewinnen. Und das sollte die Marschrichtung des WSV sein. Der WSV wieder in Weiß unterwegs und das 1:0 am Ende. Nach 2 Minuten wieder ist es Roberto Pumillo, der hier erneut einsetzt. Das 7. Turniertor von ihm schon. Machte sich damit also auf den Weg, zum Top-Torjäger des Turniers zu werden. Und der WSV weiter gut in den Zweikämpfen unterwegs. Immer wieder mit guten Torchancen, aber auch gegen einen harten Gegner. Und das sollte man im Laufe dieser Partie immer wieder zu spüren bekommen. Denn Germania, trotz des frühen Rückstands, steckte natürlich nicht auf. Der WSV immer auf der Suche nach dem zweiten Treffer. Schafft es aber nicht, dank konsequenter Abwehrarbeit der Germanen, hier das 2:0 nachzulegen. Und so kam es, wie es kommen musste. Der Abschluss, der erste Abschluss, der zweite Abschluss, das konnte der WSV alles noch blocken. Von den in dunkelblau gekleideten Germanen. Aber auch die auf dem Vorwärtsgang. Und dann ist es nach 9 Minuten Leon Wilke mit dem 1:1 Ausgleich für Germania Wuppertal. Und das zeigte, die Germanen sind das vielleicht gefährlichste Team. Gefährlichste Team für den WSV in diesem Turnier. Und das unterstrichen sie nach 13 Minuten. Nico Sudalo mit seinem 8. Saisontor. War das Aus des WSV? 2 Minuten sind noch zu spielen. Aber nein. Der WSV schüttelte sich kurz und Roberto Pumillo mit dem Abstauber und seinem ebenfalls 8. Saisontor im direkten Gegenzug. 2:2 also. Passiert hier noch kurz vor Schluss irgendwas? Oder geht's ins 9-Meter-Schießen? Einen Angriff wird der WSV noch fahren und an dessen Ende steht Alen Erkocevic mit dem 3:2 Siegtreffer für den WSV nach 15 Minuten. Und das heißt Finale für den WSV. Und dort trifft man auf niemand Geringeren als den FSV Vohwinkel. Also Primetime für den WSV gegen Vohwinkel. Das hat man sich in Wuppertal beim WSV ein wenig erträumt, bis ins Finale zu kommen. Und hat es am Ende auch geschafft. Verdient. Tolle Leistung im Halbfinale, im vielleicht schwersten Spiel des Turniers gegen eine der schwersten Mannschaften.
mit dem besten Torjäger Nico Sudano, 8 Turniertore, auch gegen den WSV wieder genetzt, setzt man sich dann durch und trifft im Finale auf den FSV Vohwinkel, der im Halbfinale mit 5:0 Eintracht Dornap, eigentlich kein Dornap, rausgehauen hat und im Viertelfinale gegen den SSV Sudberg mit 4:0 gewonnen hat. Vorher gab es das 9-Meter-Schießen um Platz 3. Germania gegen Einigkeit Dornap. Und Germania gewann dieses 9-Meter-Schießen mit 5:4. Die Plätze 3 und 4 also schon vergeben. Es geht also am Ende des Tages jetzt darum, wer holt sich den Turniersieg, der WSV oder der FSV Vohwinkel? Und wer wird bester Torjäger des Turniers? Roberto Pumillo und Nico Sudano jeweils mit 8 Toren vor diesem Finale. Schafft es Pumillo noch einen draufzulegen, noch ein Tor zu machen und bester Torjäger alleine zu werden, oder teilen sich beide die Krone? Und wer gewinnt das Turnier? Der WSV erneut in den weißen Trikots, Vohwinkel in Bordeaux-Rot und auch hier der WSV wieder früh da. Alena Kurcevic mit dem 1:0 für den WSV bereits nach 2 Minuten. Und die Mannen um eben jeden genannten Mannschaftskapitän Alena Kurcevic geben weiter Gas, lassen hier früh keine Zweifel aufkommen, wer dieses Turnier gewinnen will, und machen weiter. Vier Minuten gespielt und wir kommen zum nächsten Torabschluss für den WSV. Die Weißen machen weiter Druck, zaubern hier auf die Platte und kommen zum nicht 2:0. Ganz knapp nochmal gerettet. Kurz vor der Torlinie, nach diesem Abspielfehler der Vohwinkler. Und dann ist es doch nach vier Minuten das 2:0 für den WSV. Der Ausbau der Führung für die Futsaler. Und die machen weiter. Setzen die Vohwinkler hinten ordentlich unter Druck. Aber nochmal Foulspiel. Vohwinkel nochmal mit Glück, das hätte eine schwierige Situation werden können. Aber auch Vohwinkel lässt sich nicht lumpen. Gute Aktion hier, schön gespielt in der Vorwärtsbewegung, ohne Fortune für die Bordeaux-Roten. Vohwinkler für die Füchse. Und der WSV macht weiter 3:0. Dennis Ahn nach 8 Minuten die Vorentscheidung in diesem Finale. 3:0 nach 8 Minuten. Ein Brett, was es für die Vohwinkler zu durchbohren gilt. Ist es aufzuholen? Fragezeichen. Die Chancen eher gering, was das angeht. Denn auch hier, der WSV setzt die Füchse weiter unter Druck und kommt hinterher durch Dennis Ahn zum 4:0. Und damit ist der Deckel drauf in dieser Partie. Der WSV wird das Südhöhenturnier gewinnen. Vohwinkel nach einer schönen Einzelaktion nochmal mit dem 1:4 durch Kevin Momagi. Und das war's dann. Der Endstand für den WSV. Mit dem Sieg des Südhöhenturniers verbunden. Das erste Mal seit langer Zeit wieder angetreten. Und der erste Turniersieg wieder. Dank der Futsaler des WSV beim Südhöhenturnier des SSV Sudberg. 4:1 der Endstand in dieser Begegnung. Und der verdiente Turniersieg für die Jungs rund um Alena Kurcevic und nebenbei Roberto Pumillo, noch Torschützenkönig zusammen mit Nico Sudano mit 8 Toren. Ein erfolgreiches Turnier geht zu Ende.